Servus zusammen, willkommen bei BF Photography. Ich bin der Freddy und heute wollte ich mit euch die Bilder anschauen vom Wildpark Poing. Sodle, da sind wir schon. Ja. Das sind die ganzen Bilder, die ich gemacht habe. Hoppa. Und jetzt schaue ich mir am Anfang immer erstmal an, welche Bilder wirklich scharf sind und welche Bilder genau das zeigen, was ich haben möchte. Aber wenn ich ihn jetzt so wie hier erwischt habe, 600 mm, 1/640, okay, ist unscharf, ISO 1000. Schauen wir weiter. Bis zu einer besonderen Position. Deswegen habe ich gesagt, macht lieber mehrere Fotos. Und dann könnt ihr das aussuchen, was ihr möchtet, das Bild. Da, wo ihr rüberschaut. Ah, das schaut schon ein bisschen besser aus. Ja. Das da zum Beispiel. Und wenn ich das Bild gefunden habe und die Schärfe ist genau da, wo ich haben will, dann stelle ich mir meine Sternchen ein. Die gehen mit den Num-Tasten. Da müsst ihr selber entscheiden, wie viele Sterne ihr vergibt. Ich vergebe 5 Sterne, weil für mich die Schärfe passt. Die ist genau da, wo ich sie haben wollte. Und jetzt vergebe ich 5 Sterne. Da schreite sogar noch. Aber wunderbar, gebe ich nochmal 5 Sterne. Habe ich kein Problem mit. Und dann gehe ich weiter. So. Ja, das dauert ein bisschen. So, jetzt hier war ich auf einer anderen Position. Das finde ich auch ganz cool. Wie der, die da anschreit. Jetzt schauen wir nochmal von der Schärfe her. Ihr könnt echt nicht meckern bei dem Objektiv. Das ist schon geil. Also teilweise sieht man schon, dass ich irgendwie unruhig gehalten habe, weil das Objektiv schafft eigentlich diese Schärfe herzubringen. Da schreitet sie nochmal an. Da schaut. Super scharf. Also ich finde es vollkommen okay. Das ist vollkommen ausreichend für ein 1000 € Objektiv. Hier sieht man zum Beispiel, da habe ich ein Foto gemacht und habe beim Abdrücken gemerkt, dass hier ein Pfosten dazwischen ist. Also habe ich meine Position verändert und schon ist das Bild im Kasten. Ja, so einfach ist es. Ja, ist okay. Hier würde ich 4 Sterne jetzt geben. Da, der schreit hier, der Kollege. Das finde ich auch cool. Auch wieder, die Schärfe ist vollkommen in Ordnung. Natürlich muss das Objektiv, oder besser gesagt, die Kamera mit ISO hochgehen, weil das sonst nicht möglich ist. Das ist ja schon 1/640. Bei Blende 6.3. Ja, und so suche ich mir erstmal meine Bilder aus. Genauso hier. Also einfach abdrücken und warten kurz. Hier seht ihr, ich habe ganz, ganz viele hintereinander. Wirklich. Da fehlt nicht viel Zeit dazwischen. Und genau dann passiert es, dass er das Maul aufmacht. Und das fand ich nämlich ganz cool. Das ist im Video gewesen, das Bild. Genau. Wir sind hier bei ISO 3200 und 1/320. Also man sieht auch 1/320 super möglich. Also hier, das finde ich schön zum Beispiel. Wo er dann rüberlunzt oder so halbwegs schläft noch. Das ist auch ganz cool. Da gebe ich auch mal 5 Punkte. Von der Schärfe her ist okay. Also natürlich ist jetzt das ISO mit dabei, wo man sagt, wow. Das ISO, das macht mich fertig. Aber das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Hier habe ich zum Beispiel Hochkant geschossen. Und man merkt, ich habe Hochkant zwar gehalten und habe meine Fotos gemacht. Und natürlich nicht die ganze Zeit draufgedrückt und gehalten ewig lang. Sondern zwischendrin kleine Päuschen gemacht. Aber gemerkt am Ende, dass leider nichts passiert. Ich habe gehofft, dass der hier sich zu mir dreht. Der da.
Dann hätte ich ein schönes Porträt. Gut, jetzt ist halt so ein Seitenporträt, aber er guckt raus aus dem Bild und sowas, ja, gefällt mir persönlich nicht so. Zum Beispiel hier. Hier sieht man, dass ich durch ein Gitter durchfotografiert habe, weil das alles so ein bisschen bleich ist. Da hat gerade die Sonne hingeschienen. Und sowas passiert manchmal, dass man durch Gitter hindurch fotografiert. Und hier könnt ihr einfach nur diesen Dunst entfernen Regler benutzen. Damit kriegt ihr schon ziemlich viel und in schneller Zeit wieder zurück aus dem Bild. Ja, sowas wie unten hier zum Beispiel kann man auch dunkler darstellen. Jetzt drücke ich mal Alt, dann kann ich hier zurücksetzen. Mal ein bisschen dunkler, bisschen mehr Kontrast. So. Und schon ist es weniger im Auge. Aber hier die Bilder, die finde ich auch geil. Das hier. Oh, finde ich sehr schön. Jetzt suchen wir weiter. Hier, das ist das Bild, wo wir auch durch das Gitter gemacht haben im Video. Schaut schon edel aus. Ist sogar schon bearbeitet. Vielleicht wollte ich das ins. Ah, habe ich das nicht im Video gehabt? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, und hier mal die Brennweiten. 150 mm. Immer von der gleichen Position. 275, 400. Da sieht man, da ist sogar noch frei. Also man hat sogar noch Luft gehabt. Und das müsste 600 sein. Das ist 600. Wahnsinn, oder? Und von der Schärfe her, also meckern kann man da nicht. Das finde ich auch sehr schön. Und da gab es doch ein so ein cooles Porträt. Hier ist eins, das ist bearbeitet. War das bearbeitet? Nö. Das finde ich auch sehr gut. Ja, hier sind natürlich noch ein paar Porträtbilder, die ich gemacht habe. Hier fürs Video. Also von der Schärfe her. Ich meine, das hier ist ein Rohbild. Da ist nichts bearbeitet worden. Natürlich, wenn ich hier reinzoome, aber so, wenn ich das Bild im Gesamten anschaue, ist das super. Der Hintergrund ist komplett verschwommen. Also man kann schon was machen mit dem Objektiv. Gut, hier war das Stroh im Weg. Hier habe ich hier für meinen Sohnemann einen Hasen fotografiert. Und da gilt genau dasselbe. Wirkt so bleich jetzt. Sieht man das? Ja. Das ist so ein bisschen bleich. Einfach mit Dunst entfernen, ein bisschen höher. Schon kommt alles wieder rein. Man muss nicht übertreiben. Man kann auch so ein bisschen weniger. So, tschack, fertig. Ja, vielleicht die hier wirken so ein bisschen, dass das Objektiv ein bisschen quer gestanden ist. Ja, dann stelle ich das nochmal gerade. So ein bisschen. Ah, oh, ist das schön. Ah, oh, ich mag sowas. Aber ich mag so. Ich kann so viel Zeit da drin verschwenden. Genauso hier zum Beispiel in dieser Reihenfolge. Ist auch gut zu sehen. Ist auch ein Bild. Ist dieses Bild ist im Video vorhanden. Da habe ich abgedrückt, abgesehen. Oh. Jetzt habe ich den die Füße abgeschnitten. Mag ich nicht. Also versucht die Füße reinzukriegen. Jetzt habe ich gemerkt, oh, natürlich schon ein paar Mal gedrückt. Oh, jetzt habe ich der Dame die Füße abgeschnitten. Und irgendwann habe ich es komplett nachkorrigiert. Man sieht hier, dass ich etwas überbelichtet bin. Ja, aber sowas ist ja mal gar kein Problem. Ja, überhaupt kein Problem. Das, also. So Kleinigkeiten bei RAW-Bildern. Gerade da ist bei RAW perfekt. Auch mit JPEG wäre das gegangen. Ja, und so ist das fertige Bild entstanden dann. Ja, und hier der da. So, und wenn ich fertig bin, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten.
Wenn ich fertig bin, drücke ich hier Filter, bewertet. Und jetzt kommen nur alle Bilder, die ich mit 5, 4 oder 3 oder 2 Sternen bewertet habe. Ja, alle, die ich bewertet habe, sind hier jetzt mit drin. So, und jetzt kann ich nacheinander suchen und mich für ein Bild entscheiden. Ich möchte jetzt ein paar Bilder mit euch bearbeiten, so wie sie mir gefallen. Natürlich kann es passieren, dass euch die Bilder deswegen dann nicht gefallen werden, weil sie irgendwie zu viel Farbe haben oder nicht ganz so passen, wie ihr das möchtet. Aber ich will nur zeigen, wie ich dann vorgehe. Jetzt habe ich hier meine 5 Sterne. Jetzt könnt ihr entweder sagen, okay, ich habe überhaupt keine Lust zu bearbeiten, dann drückt ihr Automatik. Ja, und dann geht ihr her und stellt ein, so wie ihr möchtet. Das ist aber wirklich die schnellste Handlung. Das ist, wenn ihr überhaupt keine Lust habt, Bilder zu bearbeiten. Also der Horizont muss auf jeden Fall passen, das ist sowieso klar. Und dann wäre das Bild jetzt fertig. Da müsst ihr aber noch Schärfe reinziehen, weil das ein Rohrbild ist. Da hat die Kamera nichts mit der Schärfe gemacht. Zu maskieren drücke ich hier die Alt-Taste. Und wenn ich hier an den Maskieren-Regler drehe, dann sieht man, dass nur die Ebenen, die jetzt hier weiß dargestellt werden, nur diese scharf gestellt werden. Und alles andere bleibt ganz normal unscharf. Also da wird diese Schärfe hier verteilt. So, jetzt haben wir ISO 1000. Jetzt kann ich hier ein bisschen ISO noch, Luminat noch nach oben gehen, aber nicht zu viel. Reicht vollkommen aus. Schauen wir mal, was fehlt hier noch ein bisschen. Ja, dunkler könnte es schon noch kommen. Hier Klarheit. Jetzt habe ich den falschen Regler gedreht. Ein bisschen Klarheit. Farbe haben wir genug drin. Graditionskurve. Ein ganz minimal. Wirklich, wenn ihr an der schon dreht, dann müsst ihr schon wirklich sehr vorsichtig bewegen. Es geht schon, aber wirklich sehr vorsichtig. Alles mit wirklich behutsam. So, dann wäre das fertig jetzt. So ungefähr. Jetzt gehen wir zum nächsten. Machen wir den Kollegen hier. Hier ist nichts angeschnitten. Hier, Füße, alles drin. Wunderbar. Im Grunde fertig. Die nächste Möglichkeit, die ihr benutzen könnt, ihr macht euch hier so Benutzervorgaben. Entweder ihr lädt die runter übers Internet. Es gibt genug Benutzervorgaben, die frei sind. Aber wenn ihr irgendwann so viele Benutzervorgaben habt, dann habt ihr auch keinen Überblick. Ja, ich habe hier zum Beispiel meine Benutzervorgaben, die habe ich mir selber gemacht. Ihr könnt sie auch selber machen. Das heißt, ihr stellt vorher ein, wie ihr möchtet. Tschack, tschack, tschack. Und dann geht ihr her, plus Vorgabe erstellen und dann gebt ihr euren Namen rein. Und am besten so den Namen eingeben, was ihr auch geändert habt, damit ihr das später rausfindet. Und am besten auch versuchen, mit den Objektiv so ein bisschen zu paaren. Das heißt, wenn ihr da schon Sachen hier ändert beim Transformieren oder Objektivkorrekturen, dass ihr dann auch das Ganze dann mit reinschreibt, damit man gleich weiß, ah, mit meinen 85mm 1,4er das hier zum Beispiel. Oder hier Porträt ist für mich klar, ist mit meinen 85mm gemacht worden. Ja. Und da sieht man, ich habe mir mehrere gemacht mit mehreren Farbsäumen oder mit mehreren Farbunterschieden. Sieht man jetzt leider hier rechts nicht, da müsste ich jedes anklicken. Aber ist nicht schlimm, wir machen jetzt einfach eins. Und zwar gefällt mir hier, ich habe hier meine Standardvorgaben, hier sieht man Korrektur nur. Hier ist mit meinen 1530, da sieht man, da verändert sich das Bild ein bisschen. Oh, das finde ich eigentlich sehr schön. Dann drücke ich drauf. Und jetzt ist der Vorteil, hier ist schon ein bisschen was verstellt, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Graditionskurve, wenn ich eine eingegeben hätte und die damit drin gespeichert hätte, die wäre jetzt auch mit drin. Aber was wichtig ist, hier ist die Schärfe schon ein bisschen drin. Luminanz kann ich noch ein bisschen raufgehen, weil ISO wirklich sehr hoch ist. Und Profilkorrekturen. 85, 1,8er. Ach ja, ja. Ist schon noch länger. So. Ja, und jetzt stelle ich noch ein, wie ich das möchte. Thank you.
Nochmal zu den Reglern. Ihr stellt das Bild ein. Es ist vollkommen egal, ob hinten jetzt plus 20, plus 40, minus 30 steht. Der Regler, den schiebt ihr so lange, wie ihr das Bild haben möchtet. Und wenn es passt, lässt ihr ihn los und dann ist die Zahl dahinter. Das ist nur ein Anhaltspunkt, dass ihr das vielleicht später zurückstellen oder sonstiges. Vollkommen egal, was da steht. Das Bild muss passen. Wenn ich das jetzt hier so wegwische, dann schaut da keiner mehr hin. So, und jetzt habe ich ein Problem, und zwar sehe ich hier am Ende, wo ich fertig bin mit dem Bild, dass hier der Lux eigentlich abgeschnitten ist. Und eigentlich wollte ich das nicht. Der da, der wäre mir lieber gewesen. Also könnt ihr eins machen. Ich drücke jetzt drei Tasten. Das ist die Großschreibung, die STRG-Taste und die C-Taste zum Kopieren. Und somit kopiert ihr dieses Profil, geht dann auf das Bild, wo ihr das haben wollt und drückt wieder Großschreibung, STRG und diesmal V zum Einfügen. Und tschack, es ist fertig. Wichtig hier, die Nachbearbeitung, die ihr selber gemacht habt, die müsst ihr nochmal neu legen. Sonst wirkt es doof. Schauen wir mal. Das schaut doof aus. Na, das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ein bisschen Bearbeitung fehlt noch. Ja, das bestimmt nicht. Manchmal funktioniert das sehr gut. So. Und wenn ihr das nicht wisst, dass da mal was war, ihr schaut da nicht hin. Glaubt mir. So, und so schaut es schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, der Kollege, oh, ist ein bisschen unscharf. Ist okay, ist okay. Was war, hatten wir da? 400 mm, 1/23. Ja, hätte eigentlich scharf sein sollen. So, von der Zeit her bin ich viel zu weit. Jetzt machen wir noch einmal eine Bearbeitung. Suche ich mir gerade ein cooles Bild. Machen wir den da. Porträtbild. Der schaut auch cool aus, aber wie gesagt, die sind alle cool, die werde ich sowieso alle bearbeiten. So schaut's aus. So, und hier machen wir jetzt wieder sowas. Jetzt mache ich mal die Anwendung hier so mit dem, dass ich mir was aussuche. Den hier. Ich habe hier mal was zusammengestellt. Zack, drücke ich drauf. Das Ganze wird übernommen. Graditionskurve ein bisschen noch verändern. Wie gesagt, nicht zu viel. So, und jetzt die Frage stelle ich euch am Ende noch. Das ist für mich eine persönliche Frage. Da könnt ihr mir bestimmt helfen. Ein bisschen Klarheit. Es ist eh schon sehr scharf. Dunst entfernen machen wir hier gar nicht. Ein bisschen Dynamik. Obwohl hier schon die Farben gut rausleuchten. Das finde ich schon geil beim Herbst, gell? Gerade hinten dieser Hintergrund mit den Bäumen und allem drum und dran. Ist schon toll. So, ein bisschen Schärfe nachschärfen. Und maskieren nochmal nachkontrollieren. Ja, ist vollkommen okay. Wie viel ISO? 3200? Ja, dann gehen wir ihn nochmal. 20 ISO. ISO. 20 Luminanz. Ja. Ja. Das schaut ja gar nicht mal so schlecht aus. Das gefällt mir. Mhm. 5 Sterne hat er noch nicht, der hat nur 1 Stern. Jetzt kriegt er von mir 5 Sterne. Aber das schaut ja gar nicht mal so schlecht aus. Schärfe ist ja okay. Ich zoome immer wieder rein, das ist so bei mir mal. Hier, das wirkt ein bisschen, als wenn das Bild nicht ganz gerade wäre. Das können wir ein bisschen nachkorrigieren. Damit das nicht so arg zu viel wirkt.
So. Das schaut gut aus. Das ist gut. Ruhig auch mal nach hinten setzen und die Maus loslassen und den Stift mal weglegen und einfach mal so anschauen und sagen, das gefällt mir. Ich habe zwei Bildschirme. Ich kann auch zum Beispiel dieses Bild hier auf den rechten Bild anschauen und das schaut schon, dann kann man da ein bisschen besser mitarbeiten. Ja, und wenn das alles fertig ist, Rechtsklick exportieren. Und dann kann man einstellen, wie man das einstellen möchte. Ja, ich habe jetzt immer in den gleichen Ordner, wo ich die Bilder mit rein tue, lege ich diese Kopien ab. Die werden natürlich in JPEG gespeichert, weil das so ist mit 90% Qualität. Größe kommt immer drauf an. Wasserzeichen tue ich noch rein. Wenn ihr das alles gemacht habt, selber Beschreibung reinstellen, meistens könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das möchtet, exportieren und bäm und fertig. Ja, das war's schon gewesen. So schnell geht's vorbei. Eine halbe, dreiviertel Stunde habe ich jetzt Bilder bearbeitet und das war jetzt nur schnell. Man sieht halt einfach, dass da noch sehr viel Zeit in die Bearbeitung mit reinfließt. Dass es nicht nur einfach so, ach ja, ich mache jetzt Bilder und danach ist gut, sondern ich benutze wirklich sehr viel Zeit in die Bearbeitung mit rein. Da quetscht ihr nochmal dieses i-Tüpfelchen aus den Bildern raus und ich finde es super. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Klingelt die Glocke so rum. Und bei Fragen einfach kommentieren, sagt Bescheid. Schreibt auch gerne rein, wie ihr vorgeht, ob das zu komplex ist oder ob ihr da einfacher vorgeht, ob ihr allgemein mit RAW gar nicht fotografiert, sondern nur JPEG und vielleicht überhaupt nicht diese ganze Bearbeitung und alles macht, sondern weil ihr sagt, okay, mir macht es Spaß, ich mache nur in JPEG. Die Bilder sind danach fertig und ich muss danach nichts mehr machen. Ich muss nicht mehr am Computer sitzen, eine Stunde und bearbeiten, sondern habe die Bilder fertig. Ist auch okay, wenn ihr das so als richtig empfindet, ist es vollkommen okay. Für mich persönlich reicht das nicht aus. Ja, das war's schon gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Freddy.